Hallo und willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video und heute gibt es mal wieder ein PvP Video und es steht der Holiday Cup, die Hyperliga Edition an und deswegen zeige ich euch ein Video, den normalen in der Superliga Edition habe ich ja schon mal gezeigt, war jetzt auch nichts so spektakuläres und davor war auch nichts spektakuläres, deswegen und es gab kein neues Pokémon zum Testen und jetzt werden wir einfach mal versuchen hier mindestens 3 Siege zu holen und natürlich hoffe ich, es gefällt euch das Video, lasst gerne ein Like da zur Unterstützung und schreibt gerne rein, falls ihr auch kämpft, welches Team ihr verwendet. So, mein Team, ich erkläre es auch gleich mal, was es ist, aber eigentlich kennt ihr das Team ja theoretisch schon, weil in der normalen Hyperliga verwende ich ja auch Relaxo und Arctos. Und jetzt habe ich halt statt meinem anderen Pokémon meinen Metagross, was ich aber hier nicht benutzen darf, habe ich dann jetzt Glurak mitgenommen und bin mal gespannt, ob ich hier Siege holen kann. So, und meinen ersten Gegner habe ich auch gefunden. Ich bin übrigens ja noch auf Rang 7, so viel habe ich jetzt auch nicht gekämpft. Und perfekt, für mich direkt perfekt, das heißt, ich kann theoretisch, wenn er rauswechselt, kann ich entsprechend, ja, für mich wieder den Vorteil rausholen. Also von daher passt das gerade sehr gut. Sollte eigentlich normalerweise eine Drachenklaue sein, die wir tanken. Deswegen. Sehr wahrscheinlich, wenn ihr öfters mehr gekämpft habt, dann seid ihr schon höher vom Rang als ich. Ja, Hauptsache, irgendwann kriege ich dann die 500 Siege zusammen. Das ist wichtig, ich habe noch nicht so viele Siege, aber ich habe auch noch nicht so viel Bock gehabt zu spielen wegen der befristeten Forschung. Deswegen, da will ich auf jeden Fall definitiv die 500 Siege noch zusammenholen, weil sich lohnt es auf jeden Fall. Sternstaub, Items und so weiter und so fort. Okay, wenn du nicht schildest, dann gehe ich auf Erdbeben, weil der wird jetzt sehr wahrscheinlich schilden. Zweimal hintereinander wird er nicht schilden, aber egal, dann ist sein Schild schon mal weg und dann kann ich mit Arctos rein und dann schauen wir mal. Ja, perfekt. Sehr gut. Ein Pokémon weg. Leider hat er beide noch Schilde. So, Pflanze, okay. Er wird wechseln, ich kann aber auch wechseln. Und dann wechseln wir. Zack. Und dann haben wir den ersten Kampf erfolgreich. Sehr wahrscheinlich, also theoretisch können wir eigentlich fast gar nicht mehr verlieren. Das ist sehr gut. War die richtige Entscheidung, auf Glurak zu gehen. Gut. Da könnte dann Tierkraft kommen, die könnte mir gefährlich sein. Es geht natürlich, wenn er den Boost des Todes kriegt, dann sehen meine Chancen noch nicht so gut aus. Okay, Glück gab keinen Boost. Perfekt. So. Und dann schauen wir mal. Ich spiele mein Glurak mit Feuerwirbel. Ich habe auch eins mit Feuerodem. Lurkanade und Drachenklaue. Hier ist immer Geschmackssache, was man besser findet. Ob man Feuerwirbel oder Feuerodem besser findet. Aber beides kann man theoretisch spielen. Er sollte eigentlich nicht so was machen können. Ja, ja, das tanken wir. Und wann haben wir eigentlich... Ah, er hat noch ein Schild. Ja, ja. Noch ein Schild, aber hey. Das ist doch schon mal schick. Erster Kampf gewonnen. Okay. Kann natürlich sein, dass es auf meiner Stufe ja einfache Gegner gibt. Aber hey, es geht ums Spaß haben und so. Klar, später sind die Gegner schwieriger auf höheren Stufen. Sehr wahrscheinlich spielen ja auch andere Pokémon, weil bei mir haben die Leute halt nicht die Pokémon. Und ich bin auch ehrlich, ich spiele häufig PvP, aber meine meisten Pokémon sind für die Superliga ausgerichtet. Und Hyperliga habe ich kaum was und Meisterliga, ja, da habe ich was. Und da ist auch mein Main-Team und das läuft auch super seit Season für Season. Von daher passt das schon. Und man sieht es ja, 20 Siege. Ja, geholt insgesamt schon bisher. So, Gegner Nummer 2 ist auch schon am Start. Und, ah, da sind wir nicht so lucky, aber okay. Aber es passt schon. Ich werde aber nicht schilden. Wir gucken mal, wie es hier läuft, wie es aussieht. Ja, okay, das ist gut. Der Schaden ist okay, solide. Ich weiß halt nicht, ob ich meine Relaxo noch brauche. Ja, wenn ich nicht schild ich auch nicht. Ich will mein Schild nicht verlieren. Flora-Statue. Ja, macht der Damage, macht schon einiges. Muss ich leider schilden.
Blöderweise, es kommt sehr wahrscheinlich noch eine Florastatue. Ja, man muss auf jeden Fall definitiv mit beiden spielen. Florastatue und Matschbombe. Von daher schauen wir mal. Ja, das ist halt, mittlerweile kennt man sich, wie man das regelmäßig spielt, aus. Ich war ein Tick zu langsam, schade, ja. Jetzt nicht nochmal. Wer verschwendet das Schild? Genau. Am Anfang wurde ja auch so und so gespielt und man hat am Anfang auch ein bisschen komische Sachen gespielt. Okay. Ich kann natürlich, will ich wechseln? Dann, er hat gewechselt gerade. Okay, ich wechsle auch. Ich hoffe nur nicht, dass das ein Fehler war, aber es war gut. So hat er sein Schild verloren und dann kann ich jetzt. Ich muss theoretisch schilden, ne? Ich bin mir nicht 100% sicher, was Giratina kann, was mir Schaden zufügt. Theoretisch. Ich bin mir nicht sicher, welches von den beiden, das weiß ich nie, die an Antikraft kann. Deswegen musste ich halt schilden, weil hätte er die Antikraft gemacht, wäre ich halt sowas von RIP gewesen. Deswegen war ich gerade am Überlegen, ob es Schilden Sinn macht oder nicht. Weil die meisten Spiel. Oh Gott. Glurak gegen Glurak. Okay, erstmal schön deinen Angriff schwächen. Ich habe nur. Fuck. Habe ich Zeit? Ich muss eigentlich raus. Ich muss eigentlich raus. Sonst kann er halt aufladen des Todes. Okay. Er hat gewonnen. Nicht? Er verschwendet seine Energie? Okay. Das war dumm von dir. Das war dumm. Warum verballerst du deine Energie? Du hättest mein Glurak töten können. Mit einer Logo-Kanonade. Bad. Bad gespielt. Ich sag ja, auf meinem Rang. Die Leute sind nicht so PvP erfahren. Aber was ich sagen wollte, die meisten spielen die Leute das eine Giratina häufiger als das andere. Deswegen. Und wir haben den nächsten Sieg eingefahren. Nice. Und da ist auch schon der dritte Gegner gefunden. Das ist natürlich doof für mich, dass da jetzt hier Togekiss vorne ist. Das ist nervig. Ja, das Problem ist nur, wechseln ist immer ein bisschen blöd, weil dann hat der Gegner nämlich den Vorteil. Außer man ist komplett im Nachteil, dann sollte man auf jeden Fall definitiv wechseln. Wenn man vierfach effektiv getroffen wird, dann sollte man definitiv wechseln. Kann ja nur die Antikkraft oder sowas sein. Das müsste ich eigentlich tanken. Ja. Ich nutze ja gerne auch meinen Togekiss, weil es halt mit Charme viel Schaden macht in den Rocket-Kämpfen. Aber die Attacke, man merkt halt, dass die Attacke einfach viel zu lange auflädt. Okay. So, ich hebe meinen Arktos auf. Und dann, ja, passt das doch. Ich will nicht wechseln, ich lasse es einmal kurz besiegen. Ich muss aber eigentlich, theoretisch muss ich schilden. Ich möchte lieber schilden, weil ich habe Angst, dass die Matschbombe mir zu viel Schaden anrichtet, wenn er auf Matschbombe geht. Das war so klar. Drachenklaue, wenn er schildet, schildet er, wenn nicht, auch okay. Ich baue nur für das Togekiss, brauche ich meinen Arktos gleich. Das andere Pokémon, was da kommt, weiß ich noch nicht. Werden wir gleich sehen. Lieber so spielen. Auf sicher. Und rausnehmen. Und mein Glurak noch in der Hinterhand haben, falls dann noch sowas kommt. Genau. Möchte ich. Was ist denn das für eins? Achso, das ist die Form. Okay. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Da kommt im schlimmsten Fall kommt eine Drachenklaue. Oder im besten Fall, besser gesagt. Im schlimmsten Fall kommt was anderes. Antikraft. Ja, okay. Die Form kann Antikraft, aber okay. Passt. Und die andere kann Unheilböe, genau. Jetzt habe ich es wieder. Ja, ich muss immer überlegen. So oft trifft man nicht mehr auf Gigatina, weil es war mal am Anfang gut. Klar, die vielen Leute haben es noch, aber es ist einfach. Es ist nicht mehr gut. Es
ist nicht mehr gut, Giratina. Gibt da bessere Pokémon? Klar, weil viele das halt damals gepusht haben, haben sie es halt noch. Aber wie gesagt, es gibt da ja bessere Pokémon. Meiner Meinung nach. Jeder darf natürlich sein Team, was er gut findet, spielen. Und es kann ja auch erfolgreich sein. Und mein Team ist auch nicht perfekt. Aber ich würde nicht empfehlen, das zu verwenden. So, und da ist unser Gegner Nummer 4. Das heißt, ja, vielleicht gehen wir auf ein 5:0. Ampharos. Ampharos. Okay, da weiß ich gar nicht, was da drauf hat. Okay, ich gehe volles Risiko einfach jetzt. Okay, das sollte nun mal funktionieren. Und ja, Donnerschlag, okay, passt. Nur so simpel, ich weiß aber jetzt gerade nicht genau, wann das ist. Man kann ja danach gucken mittlerweile in der App, wann welcher Cup stattfindet. Ich werde auf jeden Fall ein Video machen mit Mega Sumpex in der Meisterliga. Ich weiß ja nicht, ob ich den so benutzen will, wie ich ihn habe, oder ob ich den pushen möchte auf Level 50 für die Mega-Entwicklung. Ich schau mal, wie stark der ist, wenn ich den Mega entwickle. Okay. Er hat mich durchschaut, aber wir gehen jetzt auf den... Ja, okay. Schade. Das hat nicht gereicht. Er hat mich durchschaut. Ich muss auf Glurak gehen. Aber der kann nicht so viel. Okay, beides ist halt schlecht für mich. Arktos und Glurak haben gegen Ampharos eine Schwäche, die Elektroschwäche. So, dann hoffen wir einfach, dass da irgendwas kommt, was ich noch gut wegballern kann. Oh, jetzt schildest du. Okay, es wäre verschwendet, jetzt zu schilden, wenn jetzt was gekommen wäre. Was kommt denn jetzt? Er überlegt lange. Okay, wir gehen auf die Lohokanade. Muss ich volles Risiko, volle Hütte. Und dann muss ich eigentlich schon fast schon wechseln und... Ja, sogar mit Partymütze. Weil er spielt auf links. Ja, passt schon. Ich muss leider Gottes schilden. Aber wenn jetzt nur die Drachenklaue kommt. Aber wenn die Lohokanade kommt, bin ich RIP. Deswegen safe. Okay. Ich weiß nicht, ob es so clever war. Ja, okay, leider gibt es wohl kein wundervolles. Es kann eine Eisattacke sein, es kann eine Bodenattacke sein. Ich weiß nicht, ob der auch eine Steinattacke schon spielt, weil die meisten spielen keine Gesteinsattacke. Doch, er spielt Steinkante. Whip! Whip, 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 whip. Okay, na, schade. Ah, ich kam nicht mehr durch, okay. Das war wohl nix. Es gibt nur erstmal jetzt ein 3-1, aber ich kann noch auf 4-1 gehen. So, dann haben wir den letzten Gegner gefunden für das heutige Video. Wir schauen mal, ja eben, das Dings hat mich eben aus dem Konzept gebracht. Definitiv. Das Ampharos und das Barrikadax bringt mich auch zu Problemen, wobei der gar nicht so stark ist, okay. Body Slam, ich muss leider schilden. Ich muss da eigentlich theoretisch rauswechseln auf Arktos, aber wenn ich wechsel da auch. Weil jetzt, ja, Kreuzhieb. Okay, jetzt habe ich natürlich wieder das Pech zu verlieren, aber hey, wenigstens immerhin die Pokémon-Begegnung. Das ist ja schon mal das wichtigste Ziel, was ich immer gerne im Video erreichen möchte. Ja, er schildert nicht, okay. Das heißt, ich werde auch nicht schilden. Das Beste hoffen. Und dann schauen wir mal. Ja, es tankt, Relaxo tankt. Ich müsste eigentlich auf Arktos gleich gehen, aber der wechselt halt. Dann kann ich aber wenigstens auch rauswechseln. Das ist halt der Vorteil für mich. Und das ist sogar noch in Shiny hier. Das Barrikadax. So, jetzt brauchen wir gar nicht mehr zu schilden, aber der hebt sich das auf. Shit, okay. Eigentlich beide Attacken tanken wir. Normalerweise Nachthieb oder den Kreuzhieb tankt Arktos sehr gut. Ja. Es müsste eigentlich der Kreuzhieb kommen. Das können wir auch mal einmal tanken. Da müssen wir nicht unser Schild verplempern. Oh, er hat so viel aufgeladen, dass er zweimal Nachthieb machen kann. Okay. Ah, und er kriegt auch noch den Lucky Boost. Wie ekelhaft ist das denn, bitteschön? Ich sag immer Lucky Boost.
Alles klar. Und er hat sein Schild weggeballert. Nicht schilden. Wir müssten das eigentlich ganz knapp hoffentlich überleben. Ja, sage ich doch. So. Schade. Okay, für mich ist es jetzt schwierig, mit Glurak da was zu regeln. Weil ich habe eigentlich verloren. Ja, und jetzt kommt auch noch so eine ekelhafte Fee. Er wird sehr wahrscheinlich schilden. Ein Togekiss kommt. Eieiei. Okay, die ersten beiden Kämpfe waren schön für mich. Oh, er schildet nicht. Ah, alles klar. Ich muss auf Risiko gehen. Ja, ich habe eigentlich verkackt. Ja, die ersten zwei Kämpfe waren schön, danach unlucky. Aber passt schon. Ja, jetzt schildert er, weil er wusste genau. Er hat gut mitgezählt. Ja, wir können noch mal schilden. Können es noch mal versuchen, alles rauszuholen. Aber mehr als den Arsch retten und Togekiss besiegen können wir nicht. Also den Anschluss herstellen, aber verlieren werden wir sehr wahrscheinlich schon. Weil, ja, egal was kommt, ich krieg nicht mehr aufgeladen für eine Attacke. Jo. Ach, Gengar. Okay. Schade. Dann holen wir jetzt die Belohnungen ab. Einmal Sternstaub, einmal eine Lal-TM und die Pokémon-Begegnung ist ein wundervolles Panzer-Elron. Schnappen wir mal mit. Gut, ja. Na, schade, nicht gut geworfen. Aber okay. Geht schlechter. Schauen wir noch die Bewertung an und gucken mal, ob wir es behalten oder nicht behalten. Ich sag auf jeden Fall schon mal danke fürs Zusehen, leider nur 2 Sterne. Bedanke mich fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bye, bye. Und hoffentlich bis zum nächsten Video.